Wir haben uns dazu entschlossen, als ersten Schritt diese Orientierungsveranstaltung zu setzen. Wir sind sehr dankbar, dass das Land Niederösterreich mit Landeshauptmann Dr. Breul an der Spitze hier diese Veranstaltung unterstützt und in seiner Vertretung ist bei uns heute der zweite Landtagspräsident, Herr Magister Heuras. Herzlich willkommen. Bischof Künk lässt sich entschuldigen. An seiner Stadt wird aus dem Referat für Kommunikation Herr Dr. Habsburg Lothringen heute zu uns sprechen. Wir haben diese Tagung, diese halbtägige Veranstaltung aufgebaut in drei Teile. Ein erstes Panel, wie ich es genannt habe, das uns in die Lage einführt und den Kontext für diese Art der Kriminalität darstellt. Ich darf begrüßen den Landespolizeidirektor von Niederösterreich, Hofrat Dr. Bucher. Herzlich willkommen. Der Diözesankonservator von St. Pölten, Dr. Wolfgang Huber, wird ebenfalls die Tagung. Und den breiteren Kontext der Kultur und Kriminalität, die Leiterin der Abteilung für Kultur und Kriminalität im Bundeskriminalamt und Vorstellung von Magister Anita Gaff. In einem zweiten Panel werden wir Reaktionen aus der Kirche hören, aus drei betroffenen Pfarrern, der Pfarre Kreismauer, vertreten durch den Pfarrer selbst, Pfarrer Dr. Josef Seehanner, herzlich willkommen. Aus der Pfarre Bürger, Frau Anna Moderbacher. Und aus der Pfarre Weinburg, Herr Josef Oberleitner, herzlich willkommen. Ich weiß, dass aus diesem Pfarrer auch noch weitere Begleiter da sind. Seien Sie alle herzlich willkommen. Ich habe auch mitbekommen im Vorfeld, dass aus anderen Pfarrern ebenfalls Leute zu uns gekommen sind. Ihnen allen sehr herzlich für Interesse getan. Frau Schwester Magister Bucher von der Gemeinschaft Missionarien Christi hat heute in der Früh abgesagt. Es gibt einen Fall, der ihre Anwesenheit in der Gemeinschaft erfordert. Sie ist Kunsthistorikerin, ihr Statement finden Sie in der Presseunterlage. Sie ist eine Expertin für Kirchenführungen, für Kunstgeschichte, für Pastoral in den Kirchenräumen und wir werden leider auf ihre Ausführung verzichten müssen. Das dritte Panel, Perspektiven der Gewaltprävention, der Psychologie und der Sozialwissenschaften, ist uns ganz wichtig. Das ist sozusagen das Aufbrechen des Fokus in die Gesellschaft hinein. Wir haben es gerade im Bereich St. Pölten mit jugendlichen Mitteln zu tun, die wie gesagt aus der Mitte der Gesellschaft kommen und wir fragen uns, warum machen die sowas? Wie gehen wir damit um und wie gehen wir damit verantwortungsvoll und nachhaltig? Ich bin sehr froh, dass wir als Referent gewinnen konnten, die Frau Professor Dr. Rotraud Berner, die unter anderem die Aktion Alt Gewalt des Landes Niederösterreich leitet. Frau Professor Berner. Dozent Dr. Dr. Raphael Bonelli von der Sigmund Freud Universität. Noch praktiziert und dann während, also im Laufe dieser Veranstaltung zum Schluss wird. Herr Dr. Gerhard Bonelli von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Pölten. Das Programm ist relativ kompakt und dicht. Wir wollten wirklich mal eine erste Veranstaltung setzen, ein erstes Zeichen, 2 Stunden. Könnten als ein Ergebnis der Veranstaltung auch weitere Workshops, Tagungen folgen. Wir haben auch ein relativ dichtes Programm ohne Pause. Deswegen haben wir im Vorfeld schon Stärkung angeboten. Und werden das auch im Nachfeld anschließend mit einem kleinen Mittagsimbiss tun. Aber die drei Panels sind ohne Pause. Ich darf nun Herrn Dr. Habsburg Lothringen bitten, stellvertretend für Bischof Künk. Grüß Gott, im Namen von Bischof Klaus Künk, der heute leider die Festpredigt für Militärbischof Christian Werner halten darf, was schon seit Monaten geplant war, möchte ich Sie alle zur Orientierungsveranstaltung begrüßen. Diese Veranstaltung ist Bischof Künk sehr wichtig, weil wir heute auf eine unaufgeregte Weise ein Thema angehen, das die ganze Gesellschaft betrifft und auch die Kirche. Und gemeinsam
uns Gedanken machen wollen darüber. In diesem Sinne hier das Grußwort von Bischof Küng. Sehr geehrte Damen und Herren, in jüngster Zeit gab es nicht nur in Wien, sondern auch im Diözesangebiet von St. Pölten eine Welle von Beschädigungen von kirchlichen Kulturgütern. Kirchen und Kapellen, Bildstöcke und Friedhöfe wurden verwüstet, zerschlagen, teils mit Nazi-Symbolen beschmiert. Die Vorfälle wurden über längere Zeit hindurch in den Medien kolportiert. In den betroffenen Pfarrgemeinden sind die Menschen verständlicherweise sehr aufgeregt und schwer irritiert. Leider sind solche Akte kein Einzelfall, sondern kommen durchaus regelmäßig vor, auch wenn derartige Häufungen wie zuletzt eher selten sind. Die Diözese St. Pölten reagiert auf diese bedauerliche Entwicklung und bietet diese heutige Orientierungsveranstaltung als möglichen ersten Schritt eines künftigen, konzertierten, adäquaten und nachhaltigen Umgangs mit dem Problem an. Mittlerweile sind diese Fälle, die unmittelbare Anlass für diese Veranstaltung sind bereits aufgeklärt. Ich weiß, das war keine leichte polizeiliche Arbeit. Soweit mir bekannt ist, liegt die Aufklärungsrate solcher Straftaten im Üblichen nur bei etwa 25%. Also diese Aufklärung war ein großer Erfolg. Durch die Aufklärung dieser Welle an Verwüstungen wissen wir, dass es sich um Freizeittaten von in die Gesellschaft gut integrierten Jugendlichen aus unserer Gegend, unserer Heimat handelt. Das hat uns schockiert und traurig gemacht. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, was es über eine Gesellschaft aussagt, wenn jugendliche Mitglieder ihre Zerstörungslust ausgerechnet an friedlichen religiösen Orten und an Friedhöfen und Toten auslassen. Jeder von uns kann sich fragen, wie er oder sie dazu beitragen kann, dass so etwas Selbstverständliches wie Totenruhe auch in Zukunft respektiert wird. Es geht aber nicht nur um den Schutz kirchlichen Kulturguts. Es geht primär um die Menschen, jene, die als Opfer betroffen sind, aber auch jene, die diese Verwüstungen begangen haben und gleichzeitig aus unserer Mitte kommen. Einige Jugendliche haben ihre Taten bereut und sich bei den Betroffenen entschuldigt und Wiedergutmachung angeboten. Vielleicht hören wir heute darüber noch etwas mehr. Doch nicht alle diese Täter denken oder handeln so. Zurückbleiben nicht nur materielle Schäden, sondern eben auch schwere Kränkungen, Enttäuschungen, Verletzungen in den betroffenen Gemeinden bzw. Pfarren. Ich hoffe, dass diese heutige Veranstaltung dazu dienen wird, Perspektiven aufzuzeigen, wie wir gemeinsam Kirche, Politik und Gesellschaft mit der Unterstützung von Experten aus den verschiedensten Fachbereichen mit diesem Phänomen, das wir als Vandalismus bezeichnen, umgehen können. Denn wir sind überzeugt, dass dieser Vandalismus erstens uns alle angeht und zweitens wir nur gemeinsam etwas dagegen unternehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ratspräsident. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Vertreter der Kirche, geschätzte Geistlichkeit, Vertreter der Diözese dieses Hauses, Herr Polizeidirektor, Experten, geschätzte Damen und Herren, wie Sie zu dieser so spannenden Veranstaltung gekommen sind, sehr geehrter Herr Schipper. Ich darf ein paar Grußworte nur in Vertretung des Landes Niederösterreich ganz allgemein sagen, im Besonderen auch ein paar Grußworte in Vertretung unseres Landeshauptmanns Dr. Erwin Roll. Ich habe mir nur ein paar ganz persönliche Gedanken gemacht aus der Sicht eines sehr naiven Zugangs, der mit dem Thema weder Experte noch Professionalität Ihnen darlegen kann. Aber ein paar Fragen sind bei mir hochgekommen. Es ist gerade das Wort Vandalismus gefallen. Seit den Vandalen gibt es ihn. Sie waren die Namensgeber. Und Vandalismus, Zerstörung hat für mich immer etwas zu tun mit einem Feind. Man hat im Laufe der Geschichte immer etwas vom Feind zerstört. Vandalismus setzt ein Feindbild voraus. Vandalismus bedingt einen Feind, dem man etwas zerstören möchte. Das war aber im Laufe der kriegerischen Auseinandersetzungen immer so, nur in Kriegen bezeichnet man es nicht so. So war auch Zerstörung von Eigentum oder von etwas, was dem Feind gehört. Jetzt taucht für mich die Frage auf, wer ist bei diesem Thema des modernen Vandalismus der Feind?
Diese Frage habe ich mir kurz gestellt. Jeder Bürgermeister, da sitzen einige Gemeindevertreter, kennt das Phänomen. Sonntag früh, Montag früh, nach dem Wochenende, zerstörte Verkehrsschilder, zerstörte Blumenkisten, zerstörte öffentliche Einrichtungen. Jeder ist damit vertraut, leider. Wer ist hier der Feind? Das System? Die Politik? Der Gedanke, dass ich weniger vom Wohlstand habe, als mir zusteht und andere mehr haben, ist es Wohlstandsverwahrlosung? Wer ist der Gegner? Das ist die spannende Frage. Ich denke, es ist ganz allgemein irgendwie das System und der Gedanke, ich bekomme zu wenig von dem, was mir zusteht, nämlich zu wenig von dem, was Wohlstand bedeutet. Irgendwie fühle ich mich benachteiligt. Das ist so ein Zugang bei dieser Frage. Und jetzt taucht die dritte Frage für mich auf und um diese Frage geht es heute. Hier geht es um kirchlichen Vandalismus und Vandalismus an kirchlichen Kulturdenkmälern und Einrichtungen. Wer ist der Feind? Die Kirche, die Kultur, Gott. Von wem fühle ich mich im Stich gelassen? Wer veranlasst mich dazu, jemanden zu zeigen, mir fehlt da was? Was ist die Ursache? Oder heißt die Ursache tatsächlich, ich setze einen Hilfeschrei, ich fühle mich von Gott und der Kirche verlassen. Jedenfalls kommen in mir Fragen hoch, die unglaublich interessant, spannend sind und herausfordernd für die gesamte Gesellschaft. Ich kann darauf jetzt keine Antwort geben und dazu ist dieser Tag hier, denke ich, und dazu sind hier einige Stunden und einige Experten am Ort, die Antworten auf diese so spannenden Fragen geben sollen. Und wissen Sie, was ich Ihnen wünsche mit diesem heutigen, mit dieser heutigen Veranstaltung, mit dieser Initiative? Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf diese so herausfordernden Fragen ein paar Antworten finden. Und deswegen wünsche ich Ihnen, dass Sie ein paar Antworten finden, damit man mit diesen Antworten es vielleicht in Zukunft in der Hand hat, das ein oder andere von diesen Dingen zu verhindern. Das ist das Entscheidende. Und wenn das mit dieser Veranstaltung gelingt, dann darf ich Ihnen jetzt schon sehr herzlich danken, auch im Namen des Landes Niederösterreich, das auch ein hohes Interesse daran hat, dass unsere Gesellschaft in der Zukunft weniger von diesem Phänomen begleitet wird. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Und wenn ich mich in einer halben Stunde leider wieder verabschieden muss, dann hängt das nicht damit zusammen, dass mich das Thema nicht interessieren würde, ganz im Gegenteil, sondern dass ich ganz einfach einen anderen Termin habe. Ich bitte um Verständnis und wünsche dieser Tage viel Erfolg in diesem Sinne und alles Gute. Herr Landtagspräsident, vielen herzlichen Dank. Sie haben darauf hingewiesen, dass der Begriff Vandalismus sich vom germanischen Volk der Vandalen ableitet, das, so wie das die Geschichtsschreibung besonders arg gewüstet haben soll in Italien und in Rom. Als Archäologe und Althistoriker möchte ich ergänzen, dass das römische Propaganda gewesen ist. Die waren nicht ärger und nicht weniger arg als andere germanische Völker auch. Trotzdem ist es so in die Geschichtsschreibung eingegangen und der Begriff Vandalismus, so wie wir ihn jetzt hier verwenden, so wie wir ihn heute verwenden, hat auch einen gerade für uns hier interessanten Kontext. Das ist eine Wortschöpfung eines französischen Bischofs, Henri Jean-Baptiste Grégoire, der im Pariser Konvent im späten 18. Jahrhundert diesen Begriff geprägt hat als Bezeichnung für das Wüten der Jakobiner in Bezug auf Kirchen, kirchliche Kunst, kirchliche Kulturgüter. Also der Begriff Vandalismus kommt, bezeichnet ursprünglich genau das, worüber wir heute reden. Gar nicht das Zerstören von Telefonzellen oder Parkbänken, sondern wirklich das Verwüsten von Kirchen, Kapellen, Schenken von Friedhöfen und so weiter. Das ist für mich der Sprung in das Hier und Jetzt und Heute und in das Diözesangebiet von St. Pölten. Und ich darf den Herrn Landespolizeidirektor bitten, uns in die Lage einzuführen, uns den Vandalismus, über den wir hier sprechen wollen, kurz zu schildern.
Ja, danke, Herr Dr. Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Ja, ein Ausflug in die Geschichte war das. Die Vandalen, der damalige Papst, Propaganda, könnten wir jetzt lang zu reden über die Völkerwanderung. Ich möchte aber in die Jetztzeit eintreten. Bevor ich auf die Fälle eingehe, die uns beschäftigt haben in den letzten Wochen und Monaten, grundsätzlich möchte ich wirklich sagen, ich bin jetzt 12 Jahre in Niederösterreich verantwortlich. Die niederösterreichische Jugend ist schwer in Ordnung. Und es gibt Ausnahmen. Ich warne davor, dass wir sagen, die Jugendlichen, hin und her natürlich. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt das verniedlicht und sagt, es passiert nichts. Wir haben im Schnitt, ich bin jetzt fast 40 Jahre bei der Polizei, und seitdem ich bei der Polizei bin, gibt es Sachbeschädigungen. Entscheidend ist das Ausmaß, entscheidend ist auch, was wird beschädigt. Wir haben in Niederösterreich im Schnitt im Jahr zwischen 9 und 10.000 Sachbeschädigungen. Das betrifft vorwiegend natürlich öffentlichen Einrichtungen, wie es der Herr Präsident gesagt hat, wo Parkbänke, Verkehrszeichen. Ich denke immer, man ist sich dessen ja gar nicht bewusst, wenn man heute ein Schild weg nimmt, eine Stopptafel abmontiert, einen Kanaldeckel wegräumt, was da passieren kann. Wir haben etwa 10.000 Sachbeschädigungen. Und das wenigste davon sind Gott sei Dank religiöse Einrichtungen, kirchliche Einrichtungen. Das, was sich aufgeschlagen hat in der letzten Zeit, waren einige spektakuläre Fälle. Dieser Fall von Weinburg, St. Pölten Land betroffen, hat uns auch betroffen gemacht. Und ich sage das auch, dieses. Wenn es um solche Sachbeschädigungen geht, da ist die Polizei besonders gefordert. Und Sie wissen das gerade bei mir. Ich komme aus einer, das kann ja, ist ein ganz Geheimnis, aus einer katholischen Schule. Ich denke mir immer, Einrichtungen des Glaubens, ganz egal welcher Art, das ist natürlich in Niederösterreich vorwiegend kirchliche Einrichtungen, wer sich an denen vergreift, der die Schädigung durchführt, das gehört geklärt. Und all diese großen Fälle haben wir geklärt. Es waren 55 Straftaten, die uns da betroffen haben. 11 Jugendliche aus Niederösterreich, die in eine Schule gehen, die, wie man so sagt, integriert sind. Ich bin froh, dass das geklärt ist, aber ich möchte schon auch ein bisschen, jetzt nicht mit den Zahlen herum, nur dass man ein bisschen wegkommt auch. Wir haben in den letzten Jahren, wenn man sich das anschaut, im ganzen Jahr 2012 haben wir 40 Diebstähle von Kunstgegenständen gehabt. Da ist aber nicht, da sind nicht nur religiöse Kunstgegenstände dabei, wie Engel, sondern auch private Bilder, alles. Davon haben wir 22 schon geklärt oder im Jahr 2013 waren es 24. Und da sind auch schon die meisten geklärt. Das muss man sich schon vergegenwärtigen, dass man nicht den Eindruck hat, es wird bei uns nur beschädigt und hin und her. Ich will das überhaupt nicht schönreden. Und die Beschädigung an den Friedhöfen. Dazu muss man auch sagen, die Friedhöfe, gerade im Weinviertel, waren im Vorjahr und heuer betroffen. Da haben ein Mann und eine Frau aus Tschechien haben dort die Maßen gestohlen und verkauft, weil sie einen Goldmedaillewert haben. Diese Fälle sind komplett geklärt worden. Der Haupttäter ist rechtskräftig in Korneuburg verurteilt worden. Diese Beschädigungen sind zu Recht nicht nur Beschädigungen, sondern das sind zu Recht schwere Sachbeschädigungen, weil sie, wie das heute vom Wort des Herrn Bischofs war, Menschen verletzen, weil sie das Gegenstände betrifft, und ich habe das ja zigmal auch erlebt, oft, wie das in Langenlois war, wenn man hinkommt und die Menschen sagen, in dieser Kirche wurde ich getraut, hier wurde ich getauft, hier verbinde ich so viele Emotionen damit und hier haben Leute 100 Euro gegeben, Auslobung, damit ich das alles kriegen konnte. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir haben Gott sei Dank nicht so viele Fälle in Niederösterreich noch. Wir haben einige, das waren spektakuläre. Und was für mich so auf der einen Seite schockierend, auf der anderen Seite wieder naiv war auch, dass diese Straftaten auch filmen und trotzen. Das ist natürlich für die Aufklärung wieder ideal. Weil, weil sonst sagen sie immer wieder, wir haben die Leute gezwungen und die haben gestarrt und eine böse Polizei, was will man machen. Ja. Dabei sind ja wir fast schon wieder ein kirchliches Beichtgespräch. Ich sage immer, das ist ja ganz entscheidend, auch, wenn man so einen unseren Kunden, sage ich immer, die Kundenfreundlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass man, ich habe das immer gesagt, man kann beichten, das sich erleichtern. Ja, alles erzählen, das ist immer gescheitert, man
Ob man alles untergebracht, sonst kommt wieder was auf. Da ist auch die Vernehmung so wichtig. Und ich weiß ja dann aus der Erfahrung, dass dann nachher, wenn eben Beratungen erfolgt sind, weil unsere Spitzenermittler sehen, ich habe es wirklich geklärt, da möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken, weil das nicht selbstverständlich ist, dass das Erfreuliche dabei ist, wenn man diese umfangreiche das Geständnis, Beispiel, wie man das bezeichnen möchte, wenn das auch noch durch Fakten untermauert werden kann, die nicht von uns sind. Das heißt, bei der Auswertung der Hände ist man draufgekommen, ich bin also hier nicht die Psychologin, das würde Frau Dr. Berner heute besser erklären können auch, warum junge Menschen einen Tabubruch begeben, warum man sich einen Friedhof sucht in der Nacht, sind das diese jungen Menschen, die halt, und da glaubt man, man soll auch nicht unterschätzen, bei diesen, gerade in Mainburg, bei diesen Fällen, der Gruppendruck, der dabei ist, traue ich mit dabei sein. Ich bin sehr froh, dass wir in Niederösterreich wenige Fälle haben und diese Fälle relativ rasch klären. Es ist auch gar nicht notwendig, dass die so hart bestraft werden, das tun sehr die Gerichte, gerade bei den Jugendlichen, aber sehr wichtig scheint auch dazu sein, dass man eine Wiedergutmachung leistet, und zwar in einer finanziellen Art. Das ist schon auch entscheidend. Denn wenn man sich anschaut, wie diese Kapellen von den Menschen, wie viel Liebe und wie viel Zeitaufwand hier investiert worden ist, dann ist es zu wenig zu sagen, finde ich, es tut mir leid. Das ist schon in Ordnung, wenn man Reue zeigt, wenn man beichtet und wenn man sagt, ich mache das nicht mehr. Aber noch wichtiger ist, dass man auch einen Beitrag leistet, dass man den spürt. Ich möchte noch ergänzen, weil ich finde, gerade wir in St. Pölten hier haben vor mehr als 10 Jahren, als das damals kam, weil es jede Woche wurde, es haben sie einen Engel gestohlen. Es ist ja ein Phänomen, wenn man dann die Täter erwischt, die zumeist dann auch nicht, und das kann jeder bei uns katholisch sein oder nicht, oder religiös, aber es ist ein Phänomen für mich, dass die meisten eigentlich gar nicht so religiös waren, und sie wollen einen Engel zu Hause da oben haben. Ja? Ich kann mir das alles nicht erklären, Frau Dr. Sie wissen das noch besser. Warum das so ist, das hat bei uns damals im Landeskriminalamt, wir haben damals wirklich eine Gruppe eingerichtet, der Hofer Wendt war da dabei, die Chefin von ganz Österreich ist heute hier, die Anita Graf, du weißt ja, wie man das finden, die Engel zurückbringen, es ist jedes Mal beglückend für mich gewesen. Und da darf ich noch etwas, weil heute die Vertreter hier sind und ich bin so froh, auch gerade in der Diözese St. Pölten. Es ist für uns so wichtig, dass man inventarisiert, was hat man. Dass man sagt, die Kirche hat diese Kulturgegenstände. Dass man diese Gegenstände nummeriert oder dass man sie vor allem fotografiert. Schauen Sie, das war für uns ganz wichtig, dass wir, wenn wir sagen, ein Engel ist gestohlen oder ein Kreuz ist gestohlen oder immer, das ist zu wenig. Der Mensch ist visuell, der will das sehen. Und heute mit der modernen Technik können wir das in der ganzen Welt zeigen. Das ist ja ein Phänomen. Wir haben den zurückgebrachten Engel drauf. Das war nur deshalb möglich, weil gute Fotos vorhanden waren und bei München jemand hingekommen ist und gesagt hat, der Engel, der ist, oder diese Figur, diese Marienfigur, ist gestohlen worden in Rubendorf. Das ist so wichtig auch, und ich bin sehr froh, dass wir in der Kirche, das hat vor 10 Jahren damals war noch der Bischof, dass man gesagt hat, inventarisieren, was haben wir, fotografieren, digitalisieren. Und was auch hin und wieder nicht schlecht ist, wenn irgendwann einmal einer, man muss nicht täglich durchgehen und schauen, ja, aber es kann auch nicht sein, dass man halt schon nicht merken, dass die Enkelkirchen der Heilige Florian schon ein Jahr gestohlen, wir haben das letzte Mal gesehen. Ja, also, ich sage das einfache Dinge, man muss ja nicht täglich das machen, aber es hilft uns natürlich, es ist zu spät zu sagen, der Florian ist, glaube ich, vor 3 Jahren das letzte Mal gesehen worden. Ja, damit meine ich aber nicht den Ehemann, der weg ist, sondern ich meine den heiligen Florian oder den in der Kirche, in der Kapelle, das Kreuz. Das ist heute, man sagt, jeder ein Fotoapparat fast, da würde ich bitten auch, es ist sehr viel getan worden, wir sind ja sehr, sehr gut unterwegs. Ich glaube, wir arbeiten auch sehr, sehr gut zusammen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen bedanken. Ich sage auch so, das ist unsere Aufgabe als Polizei der Gesellschaft. Die Sachbeschädigungen kosten viel Geld den Kommunen, den Bürgermeistern. Ich weiß das auch. Darum ist das so wichtig. Ich bin froh, dass wir die großen Fälle klären konnten. Nicht weil ich so gut bin, sondern weil wir tüchtige Kolleginnen und Kollegen haben, weil wir Mitarbeiterinnen haben, weil wir Personen haben, die uns helfen. Und wenn man das noch nur als Beispiel auch noch, weil das auch so typisch zeigt, wie es im Leben nämlich ist. Der Engel von Christen.
Da ist der Engel aufgetaucht und acht Pfarrer haben gesagt, das ist unser Engel. Ja, das ist ja verständlich, schaut alle eigentlich aus. Ne? Da stellt sich kein Problem. Aber dann kam die schon etwas ältere Pfarrersköchin und hat drei Fotos vorgelegt und gesagt, das ist unser Engel. Damit habe ich dann gehört, dass ich den Beweis gehabt. Ich wollte das heute sagen für diese Veranstaltung, das ist wichtig. Die Fachexperten werden uns sagen bei der Jugend, ich warne nur davor, dass man sagt, sind die Jugend in Ordnung, warum es zu dieser Wohlstandsverwahrlosung, was das verwendet, gesagt, die sagen meistens, wenn man sich die Einvernahmen durchliest, uns ins Fahrt. Es war cool, es war geil. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, ihr wisst ja, was ich gesagt habe. Ja. Da sind aber die Experten gefragt. Ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung ist. Ich kann nur eines sagen, sie werden in mir immer einen Verbündeten haben, gegen Kriminalität, aber auch bei den Beschädigungen hier. Ich sage immer, wir haben Gott sei Dank fast keine Morde, die einbüßen unser Hauptthema, aber das ist auch ein wichtiges Thema. Wer in Niederösterreich in eine Kirche einbricht, in eine Kapelle oder in einen Weinkeller, das sind Ankläger von unserer Kultur. Vielen herzlichen Dank, Herr Landesvizedirektor, Herr Bundesverwalter. Können Sie das bitte ergänzen und Ihre Ausführungen erklären? Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für die Einladung aus Sicht des diözesanen Konservators, einige Aspekte zu diesem Thema beitragen zu dürfen. An den Weihnachtstag 2012 wurden in Amstetten drei Brandanschläge an katholischen Kirchen verübt, wobei die Klosterkirche der Kongregation der Schulschwestern mit ihrer einheitlichen neoromanischen Ausstattung und Einrichtung schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Neben den emotionalen Erschütterungen hatte dies auch erhebliche finanzielle Auswirkungen für die Versicherungen zur Folge. Offenbar war die Tat durch Verwirrung und antireligiöse Haltungen motiviert. Bekanntlich kam es zwischen August 2013 und März 2014, es wurde ja schon heute davon berichtet, zu zahlreichen Straftaten, nämlich 130 von 11 verdächtigen Jugendlichen im Alter von 17 bis 18 Jahren im Bereich der Diözese St. Pölten, die Einbrüche, Diebstähle, Sachbeschädigungen von Kirchen und Kapellen, von Friedhöfen, Störung der Totenruhe beinhalten. Die Motivation war langjährig. Im Diözesankonservator wurden im Zeitraum 2012 bis Anfang 2014 14 Fälle von Diebstählen, meist mit Einbrüchen, verbunden, bekannt, die offensichtlich aus der Absicht, die Objekte zu Geld zu machen, erfolgten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei diesen 14 Einbrüchen 9 im Pfarr erfolgten, deren Pfarrhöfe nicht oder nicht ständig besetzt sind. Bei diesen Diebstählen waren besonders die politischen Bezirke Melk und Scheibs, auch Lilienfeld, beziehungsweise die Dekanate Melk, Scheibs und Lilienfeld besonders betroffen. Das lässt auf genauere Kenntnisse der Einbrüche schließen. Diebstähle von Kunstgütern, beziehungsweise künstlerisch bedeutender sakrale Objekte, erfolgen wegen ihres tatsächlichen oder vermeintlichen Wertes.
Sie betreffen jedoch vielfach nicht nur das begehrte Objekt selbst, etwa eine Figur, ein Bild oder eine Instanz, sondern beschädigen und zerstören oft ihr Umfeld, indem ein Engel aus einem Altaraufbau bzw. ein Leinwandbild aus dem oft aufwendigen Rahmen herausgerissen oder ein Tabernakel aufgebrochen wird. Der Schaden durch den Diebstahl ist dann zusätzlich mit erheblichen weiteren Restaurierungskosten verbunden. Der zweite Typ von Schäden, und hier überwiegt meiner Meinung nach der emotionelle über den materiellen Schaden, sind Zerstörungen durch Akte des Vandalismus. Sie erfolgen aus Zerstörungswillen. Die oben genannten Jugendlichen gaben bekannt die Langeweile als Motiv an. Demonstration von Abneigung oder Hass, Aggression gegen die Kirche und ihre Einrichtungen, beziehungsweise andere psychologisch relevante oder politisch begründete Motive. Zum Typ des antireligiösen, auch antikirchlichen Gewaltaktes möchte ich eine besonders prekäre Variante erwähnen, die das Allerheiligste selbst zum Ziel hatte. Ein Fall, der mir das erste und ich hoffe auch zum letzten Mal gehörte. In einer Pfarrkirche wurde der Tabernakel aufgebrochen und die konsekrierten Hostien entwendet, die man vermutet für abwegige rituelle Handlungen, schwarze Messen etc. Hier ist zwar der materielle Schaden vergleichsweise gering, der emotionale, liturgische und sakrale jedoch enorm und löste auch immense Betroffenheit aus. Solche Handlungen treffen das Heiligste selbst und entziehen sich auch der üblichen Schadensaufnahme und deren Behebung. Ich komme nun zur Frage, was können wir als Diözese dagegen tun? Natürlich, das wurde heute ja schon auch angeführt, sollte das Übel an der Wurzel bekämpft werden, das heißt, dass das Umfeld für solche aggressive Handlungen durch soziale Maßnahmen möglichst eliminiert wird. Dies kann jedoch die Kirche nicht alleine leisten und müsste in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang gelöst werden. Durch die allgemein bekannte, geringer werdende Frequenz von Kirchenbesuchen, die abnehmende Zahl von Verantwortlichen in den Pfarren, ist zweifellos eine Steigerung des Gefahrenpotenzials gegeben. Daher sollte in jeder Pfarre eine Art Analyse möglicher Schwachstellen und Gefährdungen erfolgen, um daraus ein individuelles Sicherheitskonzept zu erstellen. Dabei sind die Sicherheitsstellen, Landespolizeidirektion, Bundeskriminalamt und das Diözesankonservatorat bei Durchführung dann auch von baulichen Maßnahmen das Diözesanbauamt behilflich. Was auch ganz wesentlich, also bei diesen vielen Fällen, von denen wir heute gesprochen haben, ist auch die rechtzeitige Meldung. Also uns sind eigentlich nur die wenigsten davon bekannt, die Diebstähle, die vorhin gezeigt wurden, ausgenommen. Was sollte bei so einer Analyse berücksichtigt werden? Die Lage der Kirche, ist sie abgelegen außerhalb des Ortes, ist die Umgebung einsehbar, wo ist der Pfarrhof? Ist der Pfarrhof bewohnt? Kann jemand im Gefahrensfall schnell handeln, melden, erste Schritte einleiten? Wichtig wäre auch die Organisation und zeitliche Koordination eines, der Anführungszeichen, Aufpasserteams, also Personen, die in regelmäßigen Abständen das Gebäude besichtigen und die Umgebung beobachten. Auffälligkeiten, Interesse von Ortsfremden an Gebäuden, der Umgebung etc. registrieren und dann eben unbedingt rasche Meldungen an die Sicherheitsstellen und die Diözese. Denn nach wie vor ist die Anwesenheit von engagierten Pfarrmitgliedern die beste Sicherung.
sie sollten tagsüber die Tiere aufsuchen und damit Aufmerksamkeit demonstrieren, Auffälligkeiten beobachten und auch im Gefahrenfall richtig handeln. Sollte dies nicht in ausreichendem Maße möglich sein, und das ist eben heute die Tatsache, gibt es eine breite Palette von zusätzlichen Maßnahmen. Die einfachste, die Kirche zusperren, aber die kann trotzdem relativ leicht, wie wir wissen, aufgebrochen werden. Unbekannte registrieren, das wurde schon genannt, Gitter an Öffnungen einbauen, ist oft ein denkmalpflegerisches Problem. Und dann eben der Einbau von Alarmanlagen und Objektsicherungen. Ich zeige jetzt, lasse ich dann durchlaufen, einige Folien, wo Sie Informationen finden. Das ist von der Diözese, vom Kunstreferat der Diözese Linz zusammengestellt worden und unter der Homepage des Kunstreferates der Diözese Linz auch zu entnehmen bzw. auch herunterzuladen. Ja, prinzipiell gibt es mechanische Sicherungen, Befestigungen, Vergitterungen, das wurde schon genannt, Lagern von besonders wertvollen Objekten in Sicherheitsvitrinen und elektronische alarmauslösende Anlagen, Videoüberwachung, da ist auch wieder das Datenschutzproblem relevant, Gasdrucksensoren und anderes mehr. Diese alarmauslösenden Maßnahmen sind aber nur so effizient, wie die Reaktion auf den Alarmfall ist, also dass jemand rechtzeitig dort ist, sonst geht auch dieser Alarm ins Leere. Also wann ist jemand an Ort und Stelle, wie geht man, was auch oft passiert, mit Fehlalarmen um, etc. Eine gewisse Abschreckung durch Sirenen ist sicher gegeben, jedoch auch diese wieder von vielen Faktoren abhängig. Schließlich das Auslagern und Wegsperren von gefährdeten Objekten an sicheren Orten von nicht dringend liturgisch benötigten Objekten. Es ist auch oft schwierig, weil es sich da vielfach um für die Identität der Kirche bedeutende Gegenstände handelt. Diese genannten Maßnahmen sind, je nach Höhe der Effektivität, auch mit entsprechenden Kosten verbunden. Wir sollten mit den öffentlichen Stellen auch Kontakte gehalten werden, Denkmalpflege, Sicherheit, Bund, Land, ein Modus zur Finanzierung erarbeiten. Von Seite des Landes Niederösterreich, von der Kulturabteilung, wurde signalisiert, was mir auch gestern im Zuge einer Dienstreise bestätigt wurde, dass man prinzipiell dafür gesprächsbereit sei. Allerdings sollten, und das entspricht den Förderrichtlinien des Landes, die Kirchen zumindest einzelbar und nicht gänzlich geschlossen sein. Also wenn man eine Sicherungsanlage einbringt, soll es doch der Öffentlichkeit möglich sein, trotzdem sozusagen von der Kirche und dem Inneren etwas wahrnehmen zu können. Leider ist es noch immer nicht in das Bewusstsein aller für das kirchliche Kunst- und Kulturgut Zuständigen gedrungen, das betrifft jetzt die Institutionen der Kirche selbst, dass eine Veräußerung, das auch vielfach vorkommt, von derartigen Gegenständen, also von Kirchenvermögen, nicht gestattet ist, laut Codex Iuris Canonicis und Kirchenrecht. Ich sage das deswegen, weil das oft vorkommt und wir noch immer ein Problem haben, es gibt nach wie vor fahrende Händler, auch vermeintliche Restauratoren, die ihre Dienste anbieten und bei dieser Gelegenheit oft die Gegebenheiten sondieren bzw. versuchen durch Tausch oder Versprechen eines gleichwertigen Ersatzes an wertvolle Objekte zu gelangen. Die Umsetzung dieser genannten Vorschrift des Kirchenrechts, also auch sich um den Erhalt des Kirchengutes zu gewährleisten, kann
kann sozusagen die Grundlagen dafür geboten werden, und das wurde auch heute schon von Herrn Polizeidirektor genannt, eine möglichst gute Erfassung, eine Inventarisierung des fahrlichen Kunstgutes zu erstellen. Wir in der Diözese St. Pölten sind da eigentlich jetzt ganz gut unterwegs, wie man so sagen kann, auch dank öffentlicher Förderungen. Denn nur so ist eine detaillierte Kenntnis des Bestandes und auch seiner Gefährdung möglich und, wie wir auch hörten, im Falle seines Diebstahls auch die Zuordnung und Rückführung. Ich bin aber gerade fertig. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Wie aus beiden Referaten vorgegangen ist, steht ja der Vandalismus gegen kirchliche Kulturgüter in einem größeren Kontext der Kulturkriminalität. Und Frau Magister Mittergaard wird uns in diesen Kontext einführen. Ich darf vorausschicken, dass Ihre Präsentation im Bild und Inhalt nur für eine begrenzte Öffentlichkeit, nämlich nur für uns gedacht ist. Daher haben wir im Vorfeld vereinbart, dass die Kameras für diesen Beitrag ausgeschaltet werden. Das bedeutet für Sie, dass Sie jetzt etwas erfahren, was sonst andere Menschen in Bezug auf polizeiliche Informationen oder kriminalistische Informationen nicht so leicht erfahren können. Frau Magister Garth, bitte. Ich darf ergänzen, dass wir beide gemeinsam mit einigen anderen Kollegen in einem Kulturgüterschutzpanel an der Sicherheitsakademie gerade damit befasst sind, für den antiken Handel in Österreich einen Ethikkodex des Handelns zu entwickeln, der über die Wirtschaftskammer Österreich dann implementiert werden soll, dass die Händler jene Defizite, die die österreichische Gesetzgebung in diesem Bereich Schutz von Kulturgut aufweist, durch eine Selbstverpflichtung, eine ethische Selbstverpflichtung kompensiert. Da bist du an der Speerspitze damit dabei, dass das auch passiert, und wir treffen uns da alle 2 Monate und verhandeln mit den Vertretern des Handels, dass das so weit kommt, und wir sind guter Dinge, dass dieses Jahr diese Verhandlungen zum Abschluss kommen und der österreichische Handel in Zukunft hier per Selbstverpflichtung etwas sorgfältiger in diesen Fällen gibt. Ich darf alle Vertreter der Pfarrer, der Gemeinden, der Bezirkshauptmannschaften und so weiter, die hier sind, einladen, diese Broschüre des Bundeskriminalamtes mitzunehmen, und zwar nicht nur einfach, sondern vielleicht 20, 30 Exemplare in der Pfarre, in der Gemeinde, in der BH auflegen, damit die Menschen an diese Informationen kommen. Vielen herzlichen Dank. Wir wechseln jetzt vom Thema Situationsanalyse, Vandalismus gegen kirchliche Kulturgüter und Kulturgutkriminalität zum zweiten Panel, und zwar aus Sicht der betroffenen Pfarrgemeinden und Gemeinden. Es sind eben, wie gesagt, 3 Pfarrer vertreten, 3 Maurer, Pyrer und Leinburg. Und ich darf als erstes Herrn Pfarrer Seeanner bitten, der Pfarrer Dreis Maurer, um seinen Bericht, wie denn diese vandalistischen Taten hier in der Pfarre aufgenommen worden sind, was sie bei den Menschen, auch bei Ihnen, ausgelöst haben, wie darüber gesprochen. Bitte sehr. Geschätzte Vertreter des öffentlichen Lebens, sehr geehrte Damen und Herren, als Pfarrer von Dreismaur und Stolhofen bin ich involviert in das Thema des heutigen Tages durch die Vandalismusakte auf dem Friedhof von Gemeinlebern, was von der kirchlichen Struktur her eine Filiale von Stolhofen ist. Der Friedhof Gemeinlebern liegt etwas außerhalb der Ortschaft und ist gut sichtbar. Das macht ihn von vornherein leichter angreifbar als zum Beispiel die Friedhöfe in Dreismaur und Stolhofen. Wenn man mit den Leuten von Gemeinlebern über diese Vorfälle ins Gespräch kommt, so muss man durchwegs ein regelrechtes Entsetzen feststellen. Der Ausdruck Betroffenheit wäre sicherlich zu schwach. Es fallen Worte wie schockierend, fürchterlich oder grauenhaft. Man ist sprachlos und erschüttert. Es lässt keinen kalt. Und das gilt nicht nur von den unmittelbar Betroffenen, also von denen, deren Gräber verwüstet wurden,
sondern von den Leuten, die zur Kirche kommen, ist dies die allgemeine Reaktion. Es wird dann die Frage gestellt, was geht in den Köpfen dieser jungen Leute vor sich, dass sie sich zu solchen Taten hinreißen lassen. Das sind ja keine Kinderstreiche mehr. Da fehlt jeder Respekt vor Leben und Tod, ja vor den Mitmenschen überhaupt. Die nächste Frage ist dann, wo führt das hin? Wenn man so etwas den Toten antut, wo ist dann überhaupt eine ethische Schranke, die Einhalt gebietet? Eine Frau hat mir gesagt, sie stufe diese Vorfälle auf dem Friedhof schlimmer ein als Diebstahl und Einbruch, ja sogar als räuberische Akte. Wenn dann berichtet wird, die Täter stammen aus guten Häusern, sie haben alles, was sie brauchen und sie hätten aus Langeweile so gehandelt, dann wird die Ratlosigkeit nur noch größer. Allerdings wird man das Argument mit der Langeweile den Tätern nicht wirklich abnehmen. Der Grund zu solchem Handeln liegt sicher tiefer. Es handelt sich bei diesen Vandalismusakten um eine abgrundtiefe Bosheit. Es geht hier nicht um Fahrtheit oder um Mutproben, sondern da ist mutwillige Zerstörung am Werk und menschenverachtender Hass. Ob auch Hass gegen Christentum und Kirche vorliegt, müsste im Einzelnen geprüft werden. Einige Kreuzschändungen deuten schon in diese Richtung. Eine Frau war der Meinung, dass Jugendliche so etwas zusammenbringen, hänge mit gewissen Computerspielen zusammen, wo es zum Beispiel darum geht, andere abzuschießen. Das mache die Jugendlichen kaltherzig. Eine Frage ist dann auch, wie man die Täter bessern könnte. Die Tatsache, dass die Eltern für die entstandenen Schäden aufkommen müssen, wird wohl nicht ausreichend sein. Das ist so allgemein die Meinung im Gemeinleben. Eltern erschreckt der Gedanke, dass ihre Kinder an höheren Schulen vielleicht mit solchen potenziellen Tätern zusammen sind. Sie machen sich Sorgen diesbezüglich. In welche Kreise kommen da ihre Kinder? Wie ich als Pfarrer auf diese Vorfälle reagiert habe, ist das Gespräch mit der Bevölkerung zu suchen. Ich habe keine Pfarrgemeinderatssitzung diesbezüglich einberufen. Wir haben uns gefragt, wozu auch. Wir sind alle erschüttert, das ist richtig, aber diese Vorfälle aufzuklären und eventuelle Wiederholungen zu verhindern, ist Sache der Polizei und der öffentlichen Hand. Und sowohl die Polizei als auch die Bürgermeister, der Bürgermeister haben gute Arbeit geleistet. Danke. Ja, das waren meine Ausführungen, kurze Anmerkungen, was die Bevölkerung in Gemeinleben sagt in diesen Vorfällen, wie die Leute da reagieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Aus dem Pfarrer des Pfarrverbandes Obergrafendorf Weinburg vertritt heute von der Pfarre Weinburg der Josef Oberleitner. Ich darf Sie bitten, dass Sie uns ebenfalls einen kurzen Bericht geben, was man in der Pfarre Weinburg über diese Vandalismusakte denkt, wie darüber gesprochen wird. Geschätzter Herr Präsident, liebe Damen und Herren, was denkt Weinburg über diese Zerstörung? Alleine als ich erfahren habe, ich war zu diesem Zeitpunkt in Salzburg, bin angerufen worden, hat das für mich eine ganz große Betroffenheit erfüllt. Über 40 Jahre ist mir diese Waldkapelle vertraut. Und es verging keine Woche, wo ich mindestens 3-4 Mal diese Kapelle besuche. Es vergeht auch kein einziger Tag, wo Menschen nicht von dieser Waldkapelle vorbeigehen. Wanderer, die nach Mariazell gehen, gehen zu dieser Waldkapelle. Und diese Waldkapelle ist weit über unsere Grenzen hinaus
ich möchte sagen, in ganz Niederösterreich bekannt. Menschen, die über 100 Jahre, 128 Jahre zu dieser Waldkapelle gehen und beten. Es ist kein Wunder noch geschehen, aber die Menschen sind erleichtert und zufrieden von diesem Ort gegangen. Der erste Gedanke bei dieser Zerstörung in unserer Gemeinde war, es ist der Islam, der unserer Kirche etwas zufügen möchte. Ich war niemals von diesen Gedanken beseelt, dass es der Islam ist. Und ich habe auch nie den Gedanken gehabt, dass es Jugendliche sind. Denn Jugendliche haben mehr oder weniger diese Waldkapelle gewusst, wo sie ist. Ich habe mir gedacht, das ist einer, der Kirchensteuer jahrelang schuldig ist und jetzt vor Gericht kommt und der möchte der Kirche einen Denkzettel geben. Ich bin jahrelang ein Beauftragter gewesen, solche Menschen zu besuchen und ich habe so manches erlebt, was sich da abspielt. Aber nur mit dem Gespräch ist es gegangen, dass ich das wieder in die Wege geleitet habe. Wie immer gesagt, so jetzt ein bisschen los, dann ist es weg vom Tisch. Und ich habe mir nichts anderes gedacht als das. Und ich möchte der Polizei danken, dass sie das aufgeklärt hat mit Jugendlichen. Umso mehr hat es mich betroffen, dass es ein Jugendlicher ist. Ich habe nicht gewusst, wer wie er heißt und so weiter. Ich habe nur gedacht, das kann nur in unmittelbarer Nähe einer sein, der diese Kapelle kennt. Und wie dann die ganze Sache herausgekommen ist, wer das ist. Ich muss auch dazu sagen, wie ich von Salzburg nach Hause gekommen bin und hinaufgegangen zur Waldkapelle, meine Frau und ich. Wir sind auf der Bank gesessen und haben geweint, die zerschlagene Mutter Gottes. Und mitten unter den Trümmern das liebliche Gesicht. Und am dritten Tag, als ich oben war, ist unter den Trümmern eine Kerze gestanden, eine brennende Kerze, wo ich mir gedacht habe, ja, es gibt wieder einen Aufbau, es gibt wieder ein schönes Begehen und Errichten dieser Waldkapelle. Mit der Reiter haben wir vereinbart einen Hilferuf, da wir unser Pfarrheim errichten und sehr viel Geld kostet. Wo sollen wir das Geld hernehmen? Haben einen Postbot von der Reiter, helfen Sie uns. Aber wir haben nicht gewusst, dass so eine große Anteilnahme von ganz Niederösterreich Anrufe gekommen sind, die sich spontan bereit erklärt haben, dass diese Waldkapelle so schnell wie möglich wieder instand gesetzt wird. Menschen sind zu mir gekommen und haben mir 500 und 200 Euro und noch mehr über 1500 Euro gebracht. Und ich habe zu diesen Menschen gesagt, ihr werdet nicht veröffentlicht im Schaukasten, sondern geht hinauf zu der Pfarrsekretärin, da steht euer Name und was ihr gespendet habt. Weil ich will eine Rückendeckung haben. Und eines Tages, als ich in der Waldkapelle bin und habe zusammengeräumt, kommt der Vater mit dem Sohn zu mir. Gebückt, der Vater total niedergeschlagen und er sagt zu mir, Herr Oberleitner Leinerlich, ich möchte mich entschuldigen für diese Tat. Ich bin hin zu ihm, habe ihn mit der Schulter genommen und habe gesagt, du hast mir tief ins Herz getroffen. Aber nicht nur mich, sondern tausende Menschen.
Und da haben wir uns in die Augen gesehen. Beide haben wir geweint. Leider ist das in der St. Pöltener Zeitung veröffentlicht worden. Und es hat natürlich nicht nur positive, sondern auch negative. Was mit einem Verbrecher, mit einem Verbrecher holst du? Ich kann nur sagen, wenn wir so einen Jugendlichen und wenn man das Ganze von der Familie weiß, nicht die Chance gibt, ihm einen Weg zeigt. Er hat sofort spontan gesagt, Herr Oberleitner, ich helfe Ihnen, ich helfe dir gerne. Wir haben gemeinsam die Waldkapelle gewaschen, vom Laub gesäubert und wirklich wunderbar hergerichtet. Sie ist fix und fertig. Er hat auch sich bereit erklärt, im Pfarrheim mitzuhelfen. Und das hat er auch getan. Und ich muss eines sagen, ich habe ihn gefragt, wo fehlt es an der Jugend? Ich habe zu ihm gesagt, bist du bei der Feuerwehr? Bist du bei einem Sportverein? Bist du bei einer Jugend? Nirgends. Niemand hat gewusst, dass er ein halbes Jahr seinen Lehrposten aufgegeben hat. Ist der Jugendliche da schuld? Ist das nicht ein armer Junge? Das, was ich immer gesagt habe, das, der, was das macht, der kann nur ein armer Hund sein. Und das war er. Und ich habe genau gespürt, wie er den Zug genommen hat. Dann war es das letzte Mal, dass ihm jemand um Antwort. Wann war es das letzte Mal, dass jemand ihm Lob und Anerkennung ausgesprochen hat? Wann war es das letzte Mal, wo ein Gespräch mit ihm war? Das ist ganz selten. Die Ehe funktioniert auch nicht, wenn kein Gespräch mehr ist, wenn nur mehr am Computer und am Fernseher oder dumduktert wird. Die Ehen zerfallen auch da. Und bei einem Jugendlichen ist dasselbe, wenn man sich um ihn nicht kümmert, wenn man nicht fragt, wie ist der Dauer in der Arbeit. Und du kannst mit allem, was ist, zu uns kommen. Ich habe selbst erlebt bei unserer Tochter, 2 Jahre im Kindergarten und Schulgänger und dann kommt sie heim und sagt, ich mag nicht mehr. Sag ich, was willst du? Du magst nicht mehr. Na, du hast angefangen, hast das selber ausgesucht und du magst nicht fertig. Ob du nachher weiter tust, das ist mir egal. Aber du magst einen Abschluss. Und dieser Junge, der ihn gefragt hat, na, warum hast du gekündigt? Sagt der Herr Oberleitner, weil ich so schwach bin in der Schule. Na, sag ich, und? Sondern wiederholst du das und dann machst du nichts im Prüfung von 2 oder 3 Mal, da fragt er keiner. Wichtig ist, du hast einen Abschluss und den fragt er jeder. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Aus der Pfarre Dürer, da begibt es sich so, dass der Herr Pfarrer mit Fußgips leider weg und nicht kommen kann. Dort liegt die Kapelle Hinterholz, die ebenfalls verwüstet worden ist und wo sich der Täter ebenfalls gewendet hat. Und der Herr Pfarrer hat mich mal verwiesen an die Frau Anna Moderbacher, die diese Kapelle betreut und die möchte auch dazu etwas sagen. Entschuldigt und wieder Gutmachung angeboten. Wenn Sie es richtig verstanden haben, mit beiden Pfarrgemeinden ist wieder Gutmachung angeboten oder bereits in Teilen erfolgt. Also das ist für uns ja auch sehr spannend und interessant. Und von unserer Seite aus ist ja auch schon an Sie, Frau Moderbacher, auch also an Sie die Frage ergangen, wie die Diözese diesen Prozess auch der Versöhnung, und das ist ja auch ein Versöhnungsprozess, wie man den unterstützen kann. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen, für diesen Bericht aus den betroffenen Pfarrgemeinden. Wir gehen jetzt über ins dritte Panel aus der... Ah, da ist er ja! Gehen dann über ins...
gehen dann über ins dritte Panel, wo wir das, was passiert ist, aus der Perspektive der Psychologie und der Sozialwissenschaften beleuchten werden. Und ich darf als erstes bitten, die Frau Professor Dr. Rothrott-Perner, unter anderem die Initiatorin der Aktion Halt Gewalt des Landes Niederösterreich, um ihren Beitrag. Ja, sehr geehrte Anwesende, ich möchte das Wort von Präsident Heurers aufgreifen nach den Feindbildern, die hier manifest werden, und möchte von folgenden Überlegungen starten. Man sagt, wir haben heute eine Zeit, in der nichts mehr heilig ist. Ich denke, es geht vor allem auch darum, dass wir eine Zeit haben, wo viele Menschen keine Werte mehr haben oder, wenn sie welche haben, sich nicht trauen, diese deutlich zu machen. Es ist modern geworden, lächerlich zu machen, wenn andere etwas wichtig ist, wenn andere versuchen, eine bestimmte Form des Lebens zu realisieren. Achtsamkeit, Respekt, aber auch etwas zu schaffen, in dem ein Geist herrschen kann, ein Geist des Friedens, der Verständigung, der gegenseitigen Förderung. Jetzt ist es natürlich schwierig, und Medien sind angesprochen worden, es ist schwierig, sich durchzusetzen, wenn einem Verhaltensweisen vorgeführt werden von den geheimen Erziehern, in audiovisuellen Medien, wo es eher darum geht, cool zu sein, sich durchzusetzen, keine Gefühle zu zeigen. Und jetzt haben wir aber Gefühle, die gehören zu unserer Ganzheit dazu und wir haben auch einen Geist. Und es ist die Frage, ob wir in einem Geist des Friedens leben oder in einem Geist des Hasses. Und ob wir den Mut haben, respektvoll jemandem zu sagen, ich finde es nicht richtig, was du machst. Oder ob wir respektlos jemand anderen beschimpfen, bestrafen, verdammen. Denn damit schaffen wir weiter den Geist des Hasses. Es ist sehr viel von Jugendlichen gesprochen worden. Jugendliche testen Grenzen aus. Sie wollen ankommen. Sie wollen nicht die Grenzsetzung haben im Sinne, wir werden dich einsperren, wir werden dich behindern, sondern sie brauchen Beziehung. Der Herr Oberleitner hat das eigentlich sehr schön verdeutlicht. Ein Beziehungsangebot ist, da ist jemand, mit dem kommst du an. Es ist leicht, in einer Gruppe anonym zu verschwinden und dann von irgendwelchen verrückten Ideen angetrieben, zu explodieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Anarchismuszeichen auf der Karlskirche sicher nicht von Jugendlichen erfunden wurden, sondern da sind Hintermänner dahinter. Und die Schwierigkeit ist, wenn wir 80 Jahre zurückblicken, ist schon einmal gegen eine Religion Hass gepredigt worden. Und zuerst haben Bücher gebrannt und dann Häuser und dann Menschen. Und ich denke, es ist wichtig, Grenzen zu setzen und zu sagen, wir brauchen einen Wert, so wie es Hofrat Brucher angesprochen hat, einen Wert in unserer Gemeinschaft, wo wir auch andere einladen, dazu zu kommen. Gerade bei Jugendlichen ist das Bedürfnis nach der Peergroup, nach einer Gemeinschaft sehr groß, aber ist das nicht bei uns allen auch der Fall? Ich bin aufgefordert worden, mitzutun bei der Gruppe, die dann das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien initiiert hat, und ich habe der Kontaktperson, die mich angemeldet hat, gesagt, das werde ich nicht tun. Denn es ist ein Unterschied, ob man in die Vergangenheit schaut, wo
und in der Vergangenheit sagt, da und da sind Fehler passiert und die wollen wir reparieren. Oder ob wir in der Gegenwart sagen, da und da und da gibt es Spielregeln, die wir respektieren, weil wir sie für sinnvoll erachten und weil wir sie unterstützen. Aber wenn einem etwas nicht passt, dann ist es in einer Demokratie möglich, dass man das zum Thema macht und diskutiert. Und da finden sich genug Gruppierungen, die einem dafür Raum freigeben. Aber Religion zu verspotten und das als Witz zu verzeichnen, führt genau in diese Richtung, wo Gewalt verharmlost wird. Und ich denke, wir alle haben Erfahrungen, wo Menschen uns demütigen, beleidigen, abwerten und dann nachher sagen, es war ein Witz, es war ein Spaß. Wenn es die Frage ist, warum gerade auch kirchliche Einrichtungen nicht respektiert werden, dann geht es darum, dass kirchliche Einrichtungen einen bestimmten Geist repräsentieren. Es ist schon angesprochen worden, was das für eine Gemeinschaft bedeutet. Natürlich nicht für alle. Aber wenn man selber diesen Geist nicht kennt, dann gehen die Leute auf die Nerven, die diesen Geist pflegen wollen, denen eben was heilig ist, die ihn vielleicht sogar motivieren wollen, mitzukommen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sich von ihrem religiösen Bekenntnis verabschiedet haben und weiß daher, was ihnen auf die Nerven gegangen ist. Das sind Einzelpersonen, das ist nicht das gesamte System. Und dieses gesamte System gehört zu unseren Wurzeln und gehört erneuert. All die Proteste, egal wogegen, verdeutlichen, könnten eingeladen werden, mitzutun an einer Erneuerung, um einen neuen Geist zu schaffen, um zum Beispiel, was ja angesprochen wurde, sich bereit zu erklären, aufzupassen auf diese Gebäude, auf diese Kunstwerke, auf all das, was für uns doch eigentlich etwas sein sollte, auf das wir stolz sind. Deswegen muss ich nicht dem Glaubensbekenntnis angehören. Sondern es geht wirklich auch darum, sind wir stolz auf unsere Kultur? Welche Möglichkeiten haben Jugendliche, stolz zu sein? Und ich denke, das ist eine Aufgabe nicht nur für Eltern oder Lehrer, oder Pfarrer. Es ist eine Aufgabe für uns alle. Ich war als junges Mädchen mit 13 Jahren in Dänemark. Dort kann jeder Bürger einem Ausländer, einer Ausländerin, die Geschichte der Kunstwerke etc. in einer Weise erklären, wie das bei uns wahrscheinlich nur wenige Experten können, weil sie stolz drauf sind. Die haben aber auch nicht so viel wie wir. Möglicherweise liegt es daran, dass bei uns der Stolz geschrumpft ist. Ich denke, dass es darum geht, hier präventiv nicht nur in der Polarität von Liebe und Hass, Abgrenzung und wen wollen wir nicht, zu handeln, sondern dass es vor allem darum geht, zu vermitteln, welchen Geist schaffen wir alle mit. Und das muss ein Geist der Handreichung sein. Um zu zeigen, ich bin da und du bist es mir wert, dass ich mich mit dir auseinandersetze. Aber ich befürchte, so wie ich die Landschaft derzeit erlebe, die geistige Landschaft, dass das wahrscheinlich nicht das zielführendste Argument sein wird, sondern das zielführendste wird wohl sein, zu sagen, wir sind ein Tourismusland, unsere Kultur- und Kunstgegenstände gehören zu unserem kulturellen Angebot. Daher ist es wichtig, weil damit viele Leute ihr Geld verdienen, diesen Aspekt in den Vordergrund zu schieben, weil halt die meisten Leute mit den inneren Werten derzeit noch nicht so viel anfangen können, wie mit den äußeren Werten, die heftig geworden werden. Danke.
vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Dr. Raphael Brunelli, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich vor einem Brunelli auftrete. Und ich heute auch zum ersten Mal gesehen, obwohl schon viel von ihm gehört habe. Also, ich weiß nicht. Wir sind jetzt alle bei einer Familienzusammenführung dabei. Ich bin Psychiater und habe keinen einzelnen der Täter untersucht. Das ist aber auch hier gar nicht meine Aufgabe. Ich wurde eingeladen, um ein klein wenig über den antireligiösen Affekt zu berichten, den ich untersucht habe. Und der antireligiöse Affekt ist wahrscheinlich so etwas wie die Grundlage für manche Kirchenschändungen. Nicht für alle, weil wir haben schon einiges gehört, ich bin zu spät gekommen, wie Sie bemerkt haben, aber ich habe mitbekommen, dass einige der Täter überhaupt nicht die Kirche zerstören wollten, sondern nur einfach jung und blöd waren. Das ist heute nicht mein Thema, sondern die Stimmung, die aufkommt und die ich mehr und mehr wahrnehme als irrationalen, antireligiösen Affekt, die die Grundlage ist für so manche mutwillige Zerstörung, die gezielt kirchliche oder sonstige religiöse Einrichtungen betrifft. Und da meine ich, dass der antireligiöse Affekt ganz was anderes ist als eine Kirchenkritik oder eine Religionskritik. Die ist psychologisch unauffällig. Das, was uns interessiert, ist diese unkontrollierte Affektivität, die nicht mehr rational begründbar ist. Und das nehmen wir immer wieder wahr bei Menschen, die schon die Religion vorschieben und damit schon mit einer Abwertung verbinden, ohne dass ein Sachargument noch notwendig ist. Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang, wenn Sie sich so bei so mancher Tageszeitung die Blogger unten anschauen, bei kirchlichen Themen, dann kommt das in eine Affektivität hinein, in eine unheimliche Aggression, die niemals mehr begründet ist, sondern die vorausgesetzt ist, naja, der Kirchenmann, was will denn der schon sagen, der ist der selber und so weiter, nicht? Das sind ad personam. Und da kommen gar keine Argumente mehr auf. Und das ist für uns interessant. Was motiviert Menschen, die es so unheimlich stört, religiöse Symbole zu sehen? Das ist wissenschaftlich schlecht untersucht, aber sehr wichtig eigentlich. Was ist so schlimm, wenn eine Frau sich entscheidet, aus religiösen Gründen ein Kopftuch aufzusetzen? Beziehungsweise, warum ist es so verstörend, wenn Menschen sagen, wie wir bei evangelischen Menschen, dass sie sagen, ihr Leben nach der Bibel, warum stört es Menschen so unheimlich, wenn jemand sagt, das katholische Lehramt halte ich für wahr? Warum irritiert es Menschen bis heute, wenn junge Männer sagen, ich möchte Priester werden und ich wähle den Zölibat? Warum ist das so? Warum reagieren da relativ viele Menschen mit einer Entrüstung, die ja überhaupt nicht eigentlich im Zusammenhang steht mit dem persönlichen Leben ganz anderer Menschen? Ja? Die Reaktion ist Entrüstung. Und das ist das, was uns fasziniert. Und sehr schnell dabei ist auch eine Abwertung der Religiosität. Und da muss ich mich als Psychiater auch auf die Brust schlagen, weil das kommt auch zum Teil aus der Psychologie. Weil Sigmund Freud selber hat Religion unheimlich abgewertet, indem er gesagt hat, das ist eine Krankheit, Religion ist eine Krankheit, religiöses Denken ist krankes Denken. Religion ist eine kollektive Zwangsneurose, das heißt, die kleinen alle einsperrt mehr oder weniger, die können geheilt. Und das ist natürlich ein Vorurteil, der wirksam werden kann. Nicht? Also Sigmund Freud selber hat seiner religiösen Frau, er war Jude, seine Frau auch, verboten, den jüdischen Glauben auszuleben. Also von dem Zeitpunkt an, wo sie verheiratet waren, hat er ihr verboten, die religiösen Praktiken des jüdischen Glaubens zu praktizieren, ein Leben lang. Also da wird die Toleranz dann schnell zur Intoleranz. Jetzt möchte ich switchen zu der modernen Aggressionsforschung. Joachim Bauer hat ein sehr beeindruckendes Buch geschrieben, nämlich Schmerzgrenzen, wo er sagt, Aggression ist kein Trieb,
wie das Sigmund Freud noch gemeint hat, sondern Aggression hat den Zweck, aus der Evolution erklärt er das, uns gegen die Zufügung von Schmerzen zu wehren. Das heißt, Aggression ist eine Abwehr von Schmerzen. Nicht, dass also, wenn jemand plötzlich einen Schmerz empfindet körperlich, dann reagiert er natürlich mit einer Abwehr. Das ist völlig normal. Und das ist die Grundlage von sehr viel Aggression in der Soziologie auch und auch in der Psychologie. Das deckt sich sehr mit der psychologischen Beobachtung, die ich genial finde, von Sigmund Freud, der narzisstischen Kränkung. Und das Spannende bei der narzisstischen Kränkung ist, der Narzisst hebt ab, entwickelt sich weg von der Realität und entwickelt ein Selbstbild, das mit der Realität nichts zu tun hat. Und das Spannende ist jetzt, jeder Hinweis auf die Realität wird von ihm mit Aggression beantwortet, weil sie ihn kränkt. Das heißt, er verfälscht sein Selbstbild. Und jeder Hinweis auf die Wirklichkeit, man könnte auch sagen, auf die Wahrheit, ist das, was ihn, für ihn so bedrohlich ist, weil er ja schon abgehoben ist, dass er mit einer Aggression reagiert. Das ist das Prinzip der narzisstischen Kränkung, hat sehr viel zu tun mit diesen neuen neurobiologischen Erkenntnissen von Joachim Bauer. Und das, jetzt angewandt auf den antireligiösen Effekt, klingt folgendermaßen. Die narzisstische Kränkung hat sehr viel mit der Entwertung des anderen zu tun, der mich in Frage stellt, ja, der mich hinweist auf die Realität und mit einer Fremdbeschuldigung. Wir beobachten sehr häufig, dass in der Psychologie es zwei oder drei Prügelknaben gibt, für den der Patient meistens sein Schicksal verantwortlich macht. Das ist erstens die Eltern, die sind immer schuld, wenn bei mir was schief geht. Die Eltern in der Kindheit, zweitens die Lehrer und drittens die Kirche. Das sind die Bösen, das sind die Prügelknaben. Und hier sehen wir die Dynamik der Fremdbeschuldigung. Ja? Ich kann ja gar nichts dafür, sondern da gibt es andere, die böse sind. Jetzt schauen wir uns die narzisstischen Kränkungen an. Was könnte für den antireligiösen Effekt die narzisstische Kränkung sein, die im Hintergrund steht? Erstens einmal intellektuelle Kränkung. Es gibt eine dünne Schicht von Intellektuellen, die begeistert sind von diesem Nietzscheschen Spruch, Gott ist tot. Aber nun ist Nietzsche schon lang tot und die Religionen sind noch immer nicht tot, sondern ganz im Gegenteil, sie blühen, also weltweit gesehen blühen sie nicht. Also, und Religiosität ist einfach nicht auszurotten. Ja? Das ist etwas, was Unmut schafft, was innerlich eine Abwehr entwickeln kann beim Antireligiösen und was in eine aggressive und irrationale Affektivität überleiten kann. Das Zweite, was ich für wesentlich relevanter halte, ist die Psychodynamik der eigenen Schuldhaftigkeit. Nicht, wir leben in einer perfektionistischen Gesellschaft, in der eigentlich jeder von sich selbst postuliert, dass er keine Fehler hat, dass er einfach perfekt ist. Ja, das konstruiert jeder von sich. Und auch die ganze Gesellschaft macht uns, bringt uns in diese Richtung, dass es ganz schwer ist, Fehler einzugestehen. Jetzt ist Religion, wurscht welche Religion, immer auch Repräsentant einer moralischen Instanz mit so etwas wie den Zehn Geboten. Nicht die aus dem Judentum kommen, die das Christentum übernommen haben, die Moslems haben das auch irgendwie. Also das heißt, das ist was sehr Klassisches, diese Zehn Gebote. Und das ist natürlich für den Perfektionisten, für den Mr. Perfect, eine unheimliche Bedrohung. Weil die Zehn Gebote sagen ja, diese zehn Dinge sind nicht so richtig super, oder wie solltest du tun? Und deswegen muss das aus einem Schuldgefühl heraus massiv entwertet werden, weil das ja ein Schmerz ist. Das heißt, Gebote, Normen, moralische Normen, ist ein Schmerz, wird als Schmerz empfunden für den Perfektionisten, weil er merkt ja anhand dieser Gebote, ich bin nie perfekt, die 10 Gebote kann man nie alle erfüllen und deswegen muss er aggressiv reagieren. Ja, das ist die zweite Dynamik und ich sehe schon, ich muss zu Ende kommen, die dritte Dynamik, die dritte narzisstische Kränkung in der heutigen Zeit ist die Dimension der Eifersucht. Nicht der antireligiöse Mensch ist einer mit einem atheistischen Weltbild, der ist also sozusagen in die unbarmherzige, kalte Welt
hineingeworfen worden und weiß damit nicht viel anzufangen. Während er sieht, den religiösen Menschen, der doch ein klares System hat mit einem liebenden Gott, der ihn irgendwie schützt, der geborgen ist in dieser göttlichen Liebe. Und das ist ein sehr warmes Bild im Gegensatz zu dieser kalten Einsamkeit des Atheisten, der dadurch so etwas entwickelt wie Eifersucht. Ja, dann muss er dieses Weltbild abwerfen, indem er sagt, ja, das ist so einfach und natürlich und da ein Opium für das Volk. Da werden dann Rationalisierungen dieser Aggression finden dann statt. Und ich vergleiche das, diese Dynamik gerne mit der Geschwister-Eifersucht. Nicht? Es gibt, wenn jemand in die Pubertät kommt, ein Kind, dann lehnt es die Liebe der Eltern ab, die es aber gleichzeitig erwünscht. Der Pubertierende ist unheimlich ambivalent. Und der noch nicht Pubertierende, das jüngere Geschwister, hat kein Problem mit der Liebe der Eltern. Und so wehrt aber der Pubertierende, das ist mir selber passiert, ich habe vier jüngere Schwestern, so wehrt der Pubertierende dann in seiner Aggression gegen die jüngeren Geschwister auch irgendwie die Eltern ab. Da habe ich das verständlich ausgedrückt. Und so ähnlich ist das auch in dieser antireligiösen Aggression, die manchmal psychodynamisch zum Ausdruck kommt. Also zusammengefasst, der antireligiöse Affekt ist nicht die Psychologie jedes Agnostikers und jedes Atheisten, aber diese Grundlage, die ich merke, da bemerke ich, dass immer weniger rationale Argumente notwendig sind, um ein Religionsbashing oder ein Kirchenbashing durchzuführen. Ich gebe Ihnen noch zum Abschluss ein Beispiel und dann höre ich schon auf. Es ist gut, wenn wir uns genau überlegen, diese schrecklichen Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche, das finde ich gut und richtig, das muss aufgearbeitet werden. Aber ich höre relativ selten, dass überall außer, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein zölibatärer Priester pädophil wird, unheimlich viel geringer ist als die allgemeine Bevölkerung. Das sind harte Fakten, dafür haben wir viele Studien dafür und ich höre es nie. Warum? Fragezeichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Den Abschluss der Impulsreferate bietet nun Vertreterin für die Philosophisch-Theologische Hochschule dieser Diözese, Herr Dr. Gerhard Bonelli. Darf ich auch recht herzlich willkommen heißen zur Aufklärung, wie wir verwandt sind. Sein Urgroßvater und mein Großvater waren Brüder und sind von Italien heraufgewandert. Vorher hat es gerade die Bonellis gegeben und jetzt gibt es genug. Aber dafür gesorgt. Okay. Ja, einiges, da setze ich an, das schon gesagt wurde. Ich versuche den Sprung auf die gesellschaftliche Ebene jetzt, auf die soziale Ebene. Setze einmal voraus, das, was der Herr Landespolizeidirektor gesagt hat, das setze ich an, keine Generalisierung. Ich sehe auch noch nicht einen gesellschaftlichen Trend in diesen Taten, die Untaten, müsste man sagen. Aber ich merke doch, dass die Beißhemmung oder die Schranken niedriger geworden sind, dass es einigen leichter gemacht wird, ihren individuellen Aktionismus ist leichter auszuüben. Was meine ich damit? Drei Punkte. Es gibt seit den 80er Jahren in zweijährigen Abstand in Europa, in Mitteleuropa, Werteuntersuchungen. Milieuuntersuchungen. Die sind sehr gut, insofern, das kann man beweisen, weil die Wirtschaft danach giert immer. Sie sind so genau, dass man genau weiß, wer welche Freizeitaktivitäten hat, welche Konsumqualität, was will er, wie verbringt er seine Freizeit. Also wird also ganz genau gefragt. So. Bei der Umfrage 2011 war auch die Bischofskonferenz von Deutschland mit Auftraggeber, um zu erfahren, wo sind meine Schäfchen, wo hole ich die denn ab eigentlich. Und es war ernüchternd, von 10 Milieus, die es gibt, schaut ungefähr so aus, hat die katholische Kirche in Deutschland, bei uns genauso, zu maximal 2,5 Zugang. Die anderen brauchen die Kirche an und für sich nicht.
irgendwie viele gesagt, na, da haben wir es ja, die Kirche und so weiter. Moment, wir sind eine sehr gute Gesellschaft. Alle wertevermittelnden Institutionen haben diesen Trend. Man verabschiedet sich, warum? Weil in den 90er Jahren ein zweiter großer Wertewandel stattgefunden hat, nach der 68er Bewegung, dass man nicht mehr von der Selbstverwirklichung zur Selbstbestimmung jetzt übergegangen ist. Das heißt, die modernen Milieus, Selbstmanagement, Individualisierung, ich gebe mir den Sinn meines Lebens selbst, ich brauche keine Institution, die mir den Sinn gibt, und dann die Multioptionalität, ich kann morgen das oder was anderes machen, ich habe keine langfristigen Pläne mehr, sondern kurzfristige Vergnügungseffekte. So schaut ungefähr die moderne Gesellschaft aus, und unabhängig jetzt von der Höhe des Einkommens auch. Der Konsum ist im Vordergrund, die konsumorientierte Basis, die eigentlich sehr wenig Einkommen hat, macht halt Schulden. Aber es ist man muss den Konsum mit dem Konsum zeigen, nonverbaler Kommunikation, welchen Status man hat oder was man sich leisten kann oder was man gerne macht. So, also das ist diese Wertestruktur und Wertemilieu, das wir heute haben, das erleichtert natürlich auch dann, insbesondere in Verbindung mit den Informationstechnologien, die will man ja haben, das haben wollen, also Frontmodus haben und sein, ich will also das haben. Und auf der anderen Seite habe ich dort ein Netzwerk von Gleichgesinnten, eben wie schon gesagt wurde, man kann sehr offen miteinander kommunizieren und sehr brutal. Also die Bedeutungsreduktion von Kirche, Religion. Das zweite ist dann, Bashing ist schon genannt, aber ich würde sagen Bashing und Cashing. Man ist gegen die Kirche, gegen Religion, macht aber damit sehr viel Geschäft. Insbesondere in der Kunst. Filme werden von Produzenten erzeugt, die so wenig mit der Kirche am Hut haben, aber dann sogar noch international Preise abräumen. Oder auch im Fernsehen werden Reihen gezeigt, die eigentlich schon an der Grenze sind des lächerlichen Machens auch der Kirche und der Religion. Aber auch in der Politik jetzt, Nico Alm mit seiner neuen Religion an und für sich, mit seinem Spaghetti-Monster, will das ja jetzt durchziehen und als Religion anerkannt werden. Also da hört sich irgendwo die Gemütlichkeit auf und da fehlt bei mir die Empörung an und für sich, die allgemeine. Und dann der dritte Punkt, es muss nicht falsch verstanden werden. Wenn diese Taten von der Karlskirche oder von Kornberg an einer Synagoge oder einer Moschee gewesen wären, wäre sofort ein öffentlicher Aufschrei gewesen und große, wäre auch gerechtfertigt. Die Vorkommnisse in der Presse waren so, die Presse. Und da nehme ich doch an, dass in einem näheren Bezug zur Kirche hat und zur Religion, war so ein kleiner Beitrag. Und von anderen Institutionen, die gesellschaftlich eigentlich Mitverantwortung tragen, habe ich eigentlich herzlich wenig gehört. Das heißt, die Kirche reduziert eben nur auf ein Gebäude, das der römischen Kirche oder sonstigen gehört, ansonsten geht es nichts an. Es wird nicht mehr als Symbol für unsere Gesellschaft, ein multioptionales Symbol für unsere Gesellschaft gesehen, wo man sich identifiziert damit. Das ist ein Gebäude, das, auch wenn ich nicht unbedingt gläubig bin, aber das gehört in meine Umgebung hinein. Das ist eine wertvermittelnde Institution, die auch meine Moralvorstellungen trägt. Das heißt, wir sollten eigentlich ein bisschen mehr die anderen in die Pflicht nehmen auch, dass diese Schranken und diese Beißhemmung wieder hinaufgesetzt wird und dass vielleicht damit auch einige Daten eingedämmt werden und wir müssten eigentlich schauen, dass wir wieder von diesem neuen Wertewandel in Bewegung setzen, der diesen Individualismus, diese Ego-Aktien-Gesellschaftsstruktur
wieder zu einer hinbringt, wo doch eine Gemeinschaft im Vordergrund ist. Nicht die Gesellschaft, aber die Gemeinschaft, wo wir eine überblickbare Gruppe sind mit Werten, die wir gemeinsam vertreten wollen und die wir langfristig auch wieder umsetzen wollen. Soweit, ich bedanke mich bei Ihnen und hoffe, den nächsten reißen nicht die Hunde. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt auf jeden Fall Zeit, mal eine Runde an Fragen zu stellen oder Ergänzungen, Kommentaren. Ich denke, was durch die einzelnen Berichte aus den Pfarrgemeinden, aber auch die einzelnen Impulse klar geworden ist, ist, dass das Phänomen Vandalismus gegen Kulturgüter, gerade kirchliche Kulturgüter, eher komplex ist. Wir haben jugendliche Täter, die das teilweise aus Verdess machen, teilweise aus Aggression. Wir haben Einzeltäter, die das aus religiösem Wahn machen. Es gibt beinharte Kriminalität auch am anderen Ende. Es gibt das Bedürfnis zu stehlen und damit Profit zu machen und hier weitere Beschädigungen locker in den Kauf zu nehmen und zurückbleiben. Egal welche Motive jetzt ein Täter hat und wie die Täter schafft, zusammengestellt sind, zurückbleiben. Irritierte, verstörte, gekränkte Menschen und Gemeinschaften.